Die BBC-Moderatorin verliert Kampf gegen den Krebs. Dame Deborah James wurde für ihren Kampf gegen Darmkrebs und ihre Aufklärungsarbeit von Queen Elizabeth geadelt. Jetzt ist die BBC-Podcasterin mit 40 Jahren gestorben. Deborah James war unheilbar an Darmkrebs erkrankt, nun ist sie im Alter von 40 Jahren gestorben. Die traurigen Nachrichten teilt ihre Familie am 28. Juni 2022 auf dem Instagram-Account der BBC-Radiomoderatorin und Podcasterin mit. Deborah James, Familie teilt ihre letzten Worte. Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Dame Deborah James bekannt geben zu müssen, der wunderbarsten Ehefrau, Tochter, Schwester und Mutter. Deborah ist heute im Kreise ihrer Familie friedlich verstorben, heißt es unter anderem in einem Statement auf James' Instagram-Account. Eine allerletzte Message hatte Deborah für ihre gut 990.000 Follower, innen noch parat. Finde ein Leben, das es wert ist, genossen zu werden, gehe Risiken ein, liebe zutiefst, bereue nichts, und habe immer, immer eine rebellische Hoffnung. Und schließlich, kontrollieren Sie Ihren Code, er könnte Ihnen das Leben retten, Sieg. Deborah wurde für ihren Einsatz von der Queen geadelt. Bei der englischen Journalistin wurde im Jahr 2016 dann Krebs im 4. Stadium. Großem Erfolg. Für ihren unermüdlichen Einsatz adelte Queen Elizabeth, 96, sie im Mai dieses Jahres. Prinz William, 40, schaute sogar persönlich bei der Journalistin zu Hause vorbei, um mit ihr den Titel Dame zu feiern. Deborah hinterlässt ihren Ehemann Sebastian Bowen und ihre beiden Kinder Hugo, 14, und Eloise, 12.